Hey meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Craft Attack. Ach Leute, ich habe die Nacht durchgemacht, ne? Und kennt ihr das, wenn ihr durchmacht? Es ist gerade so ein Zeitpunkt, es ist 8 Uhr morgens und ihr denkt euch so, okay, so müde bin ich noch nicht. Aber sobald die Uhr auf 12 oder auf 13 Uhr ist, also sobald es so 13 Uhr ist, wird man so instant müde und will einfach schlafen und dann denkt man sich so, oh shit, Alter, wenn ich jetzt schlafe, ist mein kompletter Schlafrhythmus im Arsch. Und dann muss man sich erstmal bis so wie 18 Uhr Minimum quälen, vorher darf man nicht einschlafen, sonst steht man wieder irgendwie um 1 Uhr auf und dann, oder um 2 Uhr wieder auf und dann ist der Schlafrhythmus wieder gefickt und bla 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 und man kommt dann halt nicht weiter. Ich überlege die ganze Zeit, wie ich G-Time pranken soll. Ich möchte ihn unbedingt pranken, aber ich möchte auch nichts irgendwie kaputt machen bei ihm. Aber mir fällt einfach verdammt nochmal nichts ein, wie ich ihn pranken könnte. Weißt du, keine Ahnung. Ich überlege, eine Falltür hinzubauen. Und, warte. Ah, Leute, ich überlege, eine Falltür irgendwo hier hinzubauen. Ich weiß ja nicht, der geht ja meistens in seinem Lagerraum da. Moment, ich zeige euch mal, was ich genau meine. Hier mal rein und denk, ich weiß ja nicht, wo der sich ausgeleuchtet hat, aber stell mal vor, er geht immer so rein. Lalala. Und dann kann man nicht so Trapdoors mit einer Schnur quasi hier so eine Schnur befestigen? Na, ich weiß nicht, ob das geht. Wir machen. Schwierig, hier ist alles so offen. Ja, es ist wirklich eine schwierige Sache, muss man an dieser Stelle sagen. G-Time zu pranken, mal gucken, was wir da machen können. Aber das ist in dieser Folge jetzt nicht das Thema. Ich gehe mal kurz zu Felix und schau mal, ob er da sich schon eingeloggt hat. Moment. Durchmachen ist wirklich. Aber ich muss durchmachen, weil mein Schlafrhythmus wieder so mega broke ist. So, Heide. So, zack. Und wie man sieht, war der entweder noch nicht eingeloggt oder hat in der, da wo er eingeloggt war, Beweismaterial, stirb, hat noch nichts. Warum sind die, lol, Alter, der Prank ist ja mega fail, die sind noch nicht alle unten, weil, Alter, wo kommen die Kühe her, what the fuck? Okay, jetzt gucken wir mal, ob wirklich alle Kühe weg sind, irgendwie laden die Chunks nicht richtig, okay, gucken wir hier, ob wirklich kein Schaf hier ist. Okay, alles klar. Deine Tiere wurden entführt, Petrit. Okay, alles klar. Hier ist noch alles beim Alten. Okay, ich wollte bei Revi, wollte ich zwei Pranks machen. Aber ich werde das jetzt nicht beides in einem Video packen. Weil es dann, denke ich mal, zu lang werden könnte. Und nicht könnte, sondern würde dann zu lang werden. Und zwar, Revi ein kleines Präsent geben. Habe ich eine Idee. Und zwar platzieren wir. Ihr seht schon, bauen wir das mal ab und zwar werfen wir mal kurz die Enderperlen hier weg. Cobblestone, das ist das, was wir brauchen. Und zwar bauen wir das mal hier so zu. Hier so bauen. Da würde der wahrscheinlich, wenn er das abbaut, würden die dann rauskommen. Ja, denk schon. 100%. Wollen wir mal die Eier da. Oh Gott, ey. Revi so einen Drang dazu hat, immer hässliche Blöcke, die in seinem Haus platziert werden, abzubauen, würde das wahrscheinlich einfach hier sinnlos abbauen und sich nichts dabei denken. Und dann werden Hühner da rauskommen. Und er wird sich abfacken. Sehr, sehr, sehr. Ich muss gleich mal ein bisschen daran was feilen. Sonst kann das vielleicht. Sonst checkt er das höchstwahrscheinlich. Und dann ist aus Mickey Maus, würde ich sagen. In dieser Hinsicht gesehen, ist das jetzt ein kleines. Was lab. Ach, das liegt auch nur daran, dass ich durchgemacht habe. Ich labe irgend so eine Kacke, die überhaupt keinen Sinn ergibt. Also. Mh, warum Cleanstone? Der hat doch hier locker irgendwo Cleanstone. Da haben wir schon was. Ja, wobei Cleanstone würde nicht so auffallen.
Boah, schnell. Digga, nein! 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 Hallo? Nein! Boah, ich sehe hier gar nichts. Oh, ich krieg die auch nicht mehr wieder zurück. Ich kann den Block nicht platzieren. Oh, shit. Oh, nein. Wieso laden diese verkackten? Oh, wieso lädt das nicht? Hallo? Oh, Digga. Hallo? Wie viele Hühner sind denn hier überhaupt? Bin so ein Vollidiot, ey. Egal, meine lieben Freunde. Aber damit kommt mir Revi sowieso nicht davon, weil er in dieser Staffel Crafter sowieso sehr viel Leid verbreitet hat und er muss einfach mal für immer lernen. Ich würde mal sagen, wir belassen es hierbei und gucken mal, wenn er nächste Woche von seinem Nordtrip da zurückkommt, ob die Hühner noch da sind. Ich weiß gar nicht, aber den anderen Prank, den ich jetzt gleich direkt im Anschluss aufnehme, den, mein Lieber, den wird er auf jeden Fall nicht so schnell vergessen. Das ist ein Klassiker. Ihr könnt euch vielleicht schon denken, was es sein wird, aber das seht ihr dann morgen oder übermorgen, also in der nächsten Folge auf jeden Fall. Und ich würde mal sagen, in diesem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.